einen hier an. Oh Gott, ist das schön. Das ist, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. Monika Fuchs hat einen Lebenstraum. Zum Kochen will die 84-jährige Foodbloggerin ins ewige Eis reisen. Ich meine, wie verrückt kannst du sein, am Nordpol zu kochen? Mama mia, mama mia. Das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass ich von Geburt an Fernweh hatte. Nicht Heimweh, sondern Fernweh. And now we can take another kind of coffee. Alles ist Neugier. Das ist mein Zauberwort, bis ins hohe Alter. Voilà. Da muss man sich seine Neugier erhalten. Neugier auf alles. Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder in unserer Terrassenküche. Jetzt setzt euch mal hin, wie ich das mache. Ich sage euch jetzt was. Ich muss euch leider verlassen, meine lieben Fans. Wir fahren nämlich an den Nordpol. Morgen. Im Internet ist Monika Fuchs ein Star. Rund 40.000 Zuschauer verfolgen regelmäßig, was sie kocht. Auf YouTube hat sie ihren eigenen Kanal. Die 84-jährige Hamburgerin mit badischer Vergangenheit ist die wohl älteste Foodbloggerin Deutschlands. Jetzt will sie für 2 Wochen raus aus ihrer Küche. Monikas Söhne Sebastian und Martin haben für sie eine kulinarische Abenteuerreise in den hohen Norden organisiert. Mama, ja? Ich habe dir eine kleine Überraschung besorgt. Sebastian ist Fotograf und Redakteur. Er will seine Mutter bei dem Abenteuer begleiten. Oh! Oha! Siehst du? Solche Eisbären. So einen wollen wir mit nach Hause bringen, ne? Wenn der so lustig ist. Ja. Die sind deutlich unlustiger, glaube ich, in Wirklichkeit. Dann nehme ich den gerne mit. Was ist, wie toll. Wer hat zur das Einstimmung. Denn? Das Ziel, möglichst viele Einblicke in die nordische Küche. Ich habe keine festen Vorstellungen. Ich möchte gerne die Samen treffen. Das wäre ein richtiger Wunsch, weil ich finde das ganz toll, was die machen. Und ich hoffe viel Fremdländisches. Ich hoffe so auf was Neues. Stranges. Und auf gutes Essen. Was ich jetzt hier vorbereite, ist ein Picknick. Denn wir fahren mit einem Kamerateam. Und ich glaube, die haben dann irgendwo auf dem Weg Hunger. Monika hat jahrelang eine eigene Catering-Firma geleitet, Promis bekocht und Wohnzimmerdinners in ihrer Altbauwohnung veranstaltet. Die Lust am Kochen liegt in der Familie. Mein Mann war Eröffnungsspezialist für neue Hotels rund um die Welt, in verschiedenen Ländern, vielen Ländern. Die hatten 10 oder 12 Restaurants und so weiter. Und da war er zuständig. Das ist mein Catering. Ich hatte ja mir eine Catering-Firma aufgebaut in Deutschland. Also alle nehmen immer an, ich hätte Kochen bei ihm gelernt, ne? Nein. Wie es zu schmecken hat, das habe ich in seinen verschiedenen Ländern hier. Aber nicht, wie man es kocht, das habe ich mir selber beigebracht. Mit 4 Kindern hat Monika Fuchs im Schwarzwald gewohnt. Ihr inzwischen verstorbener Mann stammt aus einer legendären Kochfamilie mit Traditionsrestaurant in Münstertal. Das alte Schulhaus, in dem wir gelebt haben. Wir hatten dieses Schulhaus noch bis vor wenigen Jahren und deswegen waren 2014. Wir jeden Sommer waren wir dort. Also für mich ist das schon totale Heimat. Ich musste irgendwas machen und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich mache jetzt mein eigenes Hotel. Ein kleines. Es hatte ein Restaurant, was sehr schnell einen sehr guten Ruf kriegte, weil ich einen Schwarzwälder Jungkoch hatte. Das war seine erste seine erste Stelle nach seiner Lehre. Und mit dem zusammen haben wir eine super Küche aufgebaut. Am Wochenende kam mein Mann und hat dann noch mal verfeinert. Die ist ein bisschen krass farblich, aber das ist eine wahnsinnig gute Jacke. Das ist meine Lieblingsjacke. Meine Mutter hat immer gesagt, sie versteht gar nicht, warum Senioren immer so beige und sandfarben mit der Umgebung verschwinden. Sie hat gesagt, da wird so die Farbe manchmal so rauslaufen, die werden immer heller und irgendwann sind sie weg. Deswegen will sie immer krasse Farben tragen. Jetzt haben wir gerade eine ganze Generation beleidigt. Aufbruch am nächsten Morgen. Ich bin mega nervös. Ehrlich, ich habe selten Reisefieber, aber jetzt schon.
Du schreibst lieber und ich bin schon klar. Nee, ich hab Bock. Ja, Bock habe ich auch. Aber ich bin so in so. I'm frozen. An einem der seltenen Regentage im deutschen Sommer auf ins eisige Polarmeer. So, Freunde, es geht los. Im Kleinbus von Sohn Martin geht es nach Dänemark. Gut 400 Kilometer Monikas eisigem Sehnsuchtsort entgegen. Ich wurde mal gefragt, was ich noch mal machen will. Da habe ich gesagt, ich würde gerne mal an den Nordpol fahren und dort für die Wissenschaftler kochen. Und zwar habe ich das aber aus dem Hintergrund gesagt, weil ich nie friere. Und ich habe gedacht, Nordpol ist doch irgendwie toll. Doch jetzt erstmal ein Zwischenstopp kurz hinter der Grenze. Ja, Freunde, wir haben Hunger. Wir haben so einen Hunger. Picknick hat Tradition bei Familie Fuchs. Fester Bestandteil der Fahrten in die alte Schwarzwälder Heimat. Jetzt gibt's die leckeren Salate aus Monikas neuester YouTube-Kochshow. Guten Appetit. Esst ihr schon? Guten Appetit. Mm. Ich liebe ihn. Ja? Ja. Aufgenommen in die Hall of Fame der Salate. Chili und Kurkuma passen perfekt zu Kichererbsen, findet Monika. Mutter? Ja? Ich habe dir das Buch geschenkt. Und du weißt, der Typ wohnt normalerweise im Schwarzwald, in Villingen-Schwenningen. Ja. Aber, was ich dir oder nicht erzählt habe, ist, der lebt auch vor allem in Spitzbergen. Oh. Und der ist gerade in Spitzbergen. Oh, sehen wir den? Christian, ja, ich weiß nicht, ob wir ihn sehen, aber du siehst ihn jetzt gleich. Weil ich habe mir gedacht, du kannst ihn ja mal anrufen und fragen, was du unbedingt sehen musst. Christian. Hallo. Moment. Also Christian, du siehst ja richtig spitze aus, mein Gott. Was ist da so fantastisch? Ach, alles. Die Natur, die Menschen, die Leute, die Erlebnisse, die Möglichkeiten. So viel spektakuläre Tierbeobachtungen. Bist du schon mal Auge in Auge einem Eisbären begegnet? Ja, wir waren laut und wir sind aufgestanden und wir haben ihm entgegengetreten und haben gesagt, hau, habe ich gesagt, in die Hände geklatscht und mich groß gemacht und einmal auch in die Luft geschossen mit dem Gewehr, dass er gar nicht erst denken muss, dass wir sozusagen Opfer sind, also dass er in Jagdmodus verfällt. Na, das sind ja Aussichten. Pass auf die Eisbären auf. Danke, Christian. Ciao. Bis zu den Eisbären sind es aber noch rund 2500 Kilometer. Die erste Reiseetappe führt Monika nach Tyboron in Mitteljütland. Endlich angekommen. Mein Volk, ich bin da. Grüße an mein Volk. Oi. Oh. Erstmal ein bisschen Übung machen. Sohn Martin hat Monika und seinen Bruder chauffiert, muss aber gleich wieder zurückfahren. Termine. In Tyboron will sich Monika das Sneilehuse ansehen. Sogar die dänische Königin ist schon dort gewesen. Ein mit zehntausenden Muscheln und Schnecken verziertes Gesamtkunstwerk. Hanne Mette Kirkedal kümmert sich zusammen mit ihrer Familie um das wohl ungewöhnlichste Gebäude Dänemarks, das heute ein Museum ist. Der Fischer Alfred Pedersen hatte seiner Frau einst das schönste Haus der Welt versprochen und dann 25 Jahre an seinem Liebesbeweis gearbeitet. Oh Gott! Oh. Lass sie. Das ist wieder ein Moment, wo ich ein bisschen heulen muss. Das ist rührend. Ich meine, der hat sie das Ding angeklebt. Hansel, oh Gott. Ich kann nicht so gut aufhören zu heulen. Ich finde die so wahnsinnig ergreifend. Das ist, stellt euch mal vor, in heutigen Zeiten, einer würde so was machen, in 20 Jahren Arbeit und macht das auch noch fertig.
Gleich nebenan in der Küche erwartet Monika die erste Herausforderung ihrer kulinarischen Tour. Wir machen zusammen Kringel. Aha. Kringel, das ist ein traditioneller dänischer Kuchen aus Hefeteig. Kuchen ist nicht gerade meine Leidenschaft. Okay. It's not your Steckenpferd, as we say in Germany. Steckenpferd, ja, ja, ja. 325 Gramm Butter, Zucker, Vanille und Marzipan. So ein Ding mache ich platt in der Nacht. Und beim Backen, da musst du wirklich nach Rezept arbeiten. Und ich mache immer, ich arbeite nach Gefühl, ich arbeite gar nicht nach Rezept. Überhaupt nicht. Und deswegen ist das so ein bisschen anstrengend für mich, backen. In der Saison backen Hanne Mette und ihr Mann Ken zwei Bleche Kringel pro Tag. Für die Touristen. Yeah, she's very good. Sie macht das super. Man muss es in den Händen haben. Das sehe ich bei ihr, wenn ich mir ihre Hände anschaue. Sie hat den richtigen Griff. She's got the touch. You have to give me the recipe. Ich brauche das Rezept, dann kann ich Kringel in Deutschland machen. Kringel. But unfortunately it's secret. Aber leider ist es geheim. Aber nicht für dich, wenn du es keinem verrätst. Und jetzt trinken wir noch eine Tasse Kaffee. Kringel sind nichts für die schlanke Linie, aber lecker. Monika ist etwas nervös. Ob sie die Back-Challenge im Sneilehuse meistern wird? Aber die fertigen Kringel sehen eigentlich ganz gelungen aus. And the first one is for the baker. Das erste Stück ist für den Bäcker. Also eigentlich bin ich das immer. Heute bist du die Bäckerin. Oh, das ist heiß. Aber es schmeckt. Really hot. I don't believe it. Ich glaube es ja wohl nicht. Basti, I don't believe what I'm seeing. Where do you want the thing? Wo soll das Ding hin? Dahin. Und dann sage ich, dass der Kuchen fertig ist. Das Café ist eröffnet. Das ist hier übrigens der Hausherr. Momentan mein Sklave. Also. Er muss arbeiten. Hier ist ja. Und wie es der Zufall will, die ersten Gäste, eine Familie aus dem Schwabenland. Sie ist voll in ihrem Element. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Für mich war dieses hier super spannend, weil ich kann nicht backen. Der schmeckt lecker. Und er ist noch warm, das ist noch ein bisschen. Ja, mhm. Ja, der ist sehr gut. Ja. Voll lecker. Nein. Also das ist richtig gut. Ist gut, ne? Mhm. Ex-Schwarzwaldköchin Monika bewirtet schwäbische Kaffeegäste im dänischen Sneilehuse. Ein voller Erfolg. Monikas kulinarische Reise geht weiter Richtung Norden. Von Dänemark über Nacht mit der Fähre bis nach Norwegen. Wenn ich nachts um 4 da draußen spazieren, das finde ich doch grottenschick. Das finde ich doch super toll. Ich meine, ich würde mit niemandem tauschen. Das war bombastisch, bombastisch. Ich bin dort zu 60% Philosoph geworden. Das Leben ist verdammt schön, auch wenn es mal nicht so schön aussieht. Weggucken, einfach nach vorne gucken. Dass es so wunderschöne Dinge gibt. Wie toll ist diese Landschaft. Nächster Stopp für Monika und Sebastian, Bergen an der norwegischen Südwestküste. Bekannt für seine Lage in der Fjordlandschaft und gute Restaurants. Das ist Macht nämlich mit G geschrieben. Und es heißt, man muss es erlebt haben. Wenn etwas gelb unterlegt ist, heißt es immer super krass toll. Und das wollen wir jetzt mal angucken. Mark und Fein. Küchenchefin Liliana Harland ist eine der besten Köchinnen Norwegens. Und mit ihr darf Monika heute kochen. You can call me Lily. Monika, mich kannst du Lily nennen. Das ist einfacher. Das machen hier alle. We can go to the kitchen. Komm, lass uns doch gleich mal in die Küche gehen. So, this is the whole menu that we have. Also, das hier ist das ganze Menü. Das sind 8 Gänge. This is the 8 courses. Sie zwingt mich jetzt wirklich einzugreifen und hier zu arbeiten. Ich habe gedacht, ich mache so ein bisschen
hui, ne? So die deutsche Pflaume hier. Nee, ich muss jetzt wirklich was machen. Und ihre ganzen Produkte, das sind schweineteuer. Ich will nichts verderben. Betonung auf schweineteuer. Nach der Back-Challenge in Dänemark soll Monika im norwegischen Edelrestaurant kochen. Deins ist so hübsch, meins ist so ein Chaos. Kammmuscheln in Tomatenreduktion. Auch das Anrichten eine Kunst. Es sieht ganz anders aus als das, was sie gemacht hat. Ich soll nicht die Blumen treffen mit dieser Brühe, hat sie gesagt. Na, die ist vielleicht ein Scherzkeks. Hier beim dritten Mal geht das schon zacki zacki. Noch einen Spritzer für den Chef. Lilianas Prinzip, nichts wegschmeißen. Sie verwertet fast alles. Und das ist jetzt Knochenmark. Freunde, seid stark. Mach das mal heiß und lass das schmelzen. Let it melt. Das ist das delikat. Das muss man mögen, aber ich mag es. Ich liebe es. Ich freue mich über jeden Markknochen. Den saugt man so aus, wenn man so ein kleines Gourmet-Schweinchen ist, wie wir das sind in der Familie. So, Osteoporose-like. Yeah, it's almost like. But also, los geht's. Das hier ist Knochen. So, we start with the wir fangen mit der Mayonnaise an. Not a lot, nicht so viel, das ist ja fett. And then after, und dann kommt das Knochenmark. And then, of course, und dann kommt noch der Hering. Vor allem für ihre kreativen Fischgerichte ist Liliana bekannt. Really good, actually. Ja, echt schon ganz gut. Um ehrlich zu sein, bei uns geht's immer etwas schneller. Ach nee, echt? Maximal 46 Personen bekochen Liliana und ihr Team an einem Abend im Mark und Bein. Die gemeinsame Küchenkreation mit Monika wird in kleiner Runde verkostet. So konzentriert habe ich es noch nie gegessen. In den ganzen deutschen Köche-Shows wird immer über Aromen, Röstaromen, Geschmacksexplosion geredet. Das ist wirklich eine. Das ist ganz toll. Also in dieser Form, in dieser Konzentration habe ich es noch nie erlebt. Das ist part of the game. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gegessen. Das ist ganz erstaunlich. Mit dem Knochenmarkrezept hat Liliana voll den Geschmack ihrer Gäste getroffen. Oh, you're so lovely. Thank you. Thank you. It was so nice meeting you. See you again, maybe? Yes. Yes. Ein inspirierendes Zusammentreffen verschiedener Kochgenerationen. Die Lust auf Neues hält jung, findet Monika. Und du kannst im Kopf noch so flink und so schnell sein wie ein 16-Jähriger oder 20-Jähriger. Der Körper ist wie so ein, ist wie so ein Motor. Muss gut geölt werden, muss gut gepflegt werden, aber er lässt dann auch ein bisschen nach. Da kannst du dich jetzt drüber ärgern oder du nimmst es einfach hin und ärgerst dich nicht, sparst dir dann schon wieder mal ein paar Falten. Mit dem Hurtigrutenschiff geht's weiter nach Norden. Vier Tage auf dem Meer. Bums, geht um. Mutter, Achtung, hier kommt dein Koffer. Wo machst du den denn? Zack, das schauen wir dann. Da komme ich, glaube ich, kaum rum. Das macht nichts. Koffer weiß ich ja noch nicht, wo ich den hin tue, aber das ist sehr gemütlich. Sehr gemütlich. Was ist das, ein Fernseher? Telefon. Hier ist Badezimmer. Alles da. Und was ich toll finde, da ist Kaffee. Ganz wunderbar. Alles ganz wunderbar. Mit höchstens 18 Knoten, ganz gemächlich fort von Bergen und durch die Fjorde entlang der malerischen norwegischen Küste. Der Polarkreis ist nicht mehr fern. Ich bin irrsinnig dankbar, dass ich dieses hier noch mal sehe. Ganz speziell, weil dies so eine ruhige Landschaft ist. Das kannst du nicht in Hetze betrachten. Hier darf man nicht einfach vorbeirauschen. Das wäre eine Sünde. Auf der MS Nu Norge hat Küchenchef Daniel Selvig 3 Wochen am Stück Dienst. Die Gerichte werden regelmäßig gewechselt, sind aber auf allen Hurtigrutenschiffen gleich. Abend für Abend werden hier 3 verschiedene Menüs für knapp 500 Gäste serviert. Monika hat sich für das Hähnchen mit warmem Kartoffelsalat und roter Beete entschieden.
hätte auch Lust gehabt, mal in der Bundesbahn zu kochen, und zwar zu kochen. Die machen ja nur Beutel auf. Das ist aber liebevoll gemacht. Ich kann nur sagen, Hut ab. Auch auf dem Schiff darf Monika kochen. Daniel will ihr ein typisch norwegisches Gericht zeigen. Wir können was mit Kabeljau kochen. Jetzt bist du glücklich, oder? Ja, ich mache alles, was du sagst. Vorfreude auf das Küchendate mit dem Chefkoch. Da erscheint die Passage durch Norwegens berühmten Geiranger Fjord gleich doppelt so schön. Wenn man wirklich selber hier steht und da hochguckt, dann übertrifft das alles. Das kann ja niemand vermitteln, wie schön das ist. Das ist hier alles echte, pure Natur. Hier könnte man gläubig werden. Das meine ich mal ganz ernst. So viel Natur, da kann ich nicht mehr verstehen, warum wir die nicht noch mehr schützen. Da kriege ich immer so ein Zittergehen. Weißt du, was das ist, ein Zittergehen? Kurz vorm Heulen, weil mich das ergreift. Kriege ich dann wirklich ein Zittergehen. Rund 80% der Lebensmittel an Bord des Hurtigrutenschiffs stammen aus Norwegen. In Trondheim kommt neue Ware. Fast 3 Tonnen Gemüse, Fleisch und Fisch. Das ist ja das Faszinierende an so einem Schiff. Es muss ja alles wie in so einem Laden. Es muss an Bord sein. Wenn hier Butter fehlt, kannst du nicht mal schnell Butter kaufen gehen. Ne? Oder Milch oder was weiß ich. Das muss eben, aber es ist ein hochinteressanter Job, dieses alles für so große Schiffe zu organisieren und einzukaufen und so. Bevor es in der Küche heiß hergehen soll, zeigt Daniel seiner Kollegin Monika, welche Köstlichkeiten in den Kühlkammern tief unten im Schiffsbauch lagern. The lobster already marinated. Der Hummer, schon mariniert. Es ist göttlich. Etagenweise die köstlichsten Dinge. Das, was da alleine in diesem Wagen ist, was da drin ist, das ist Wenn ich so neue Leute treffe, dann möchte ich immer sagen, was hast du heute gegessen? Was ist dein Lieblingsessen? Wovon träumst du? Was möchtest du gern mal essen? Das interessiert mich wirklich. Draußen auf dem Nordmeer verschwimmen Tag und Nacht. Bei endlosem Licht fragt niemand mehr, ob nun das Mittag- oder Abendessen dran ist. Du fängst mit der roten Beete an. Die ist noch roh. Ich gebe dir Handschuhe. Ich soll ein Risotto machen. Das ist ja schon mal gut zu erfahren. Ein Risotto. Also Reis mit was drin. Ich muss jetzt diese rote Beete schälen. Freunde, das ist nicht so leicht. Er hat diese etwas angewärmt, diese rote Beete. Und er macht das wahrscheinlich wahnsinnig schnell. Ich nicht. Ich mach das nie mit Gummihandschuhen, nie. Du kannst sie ausziehen. Ich dachte nur, weil du rote Finger. Zieh sie einfach aus. Ja, so egal. Ich kann mit Gummihandschuhen nicht gut arbeiten. Monika ist durch einen Zufall zum Catering gekommen. Ich war Journalistin mit Leidenschaft. Und eines Tages roch es so verdammt gut in der Redaktion und dann bin ich rausgegangen. Und das war eine Frau, die machte aus einem Mercedes-Lastwagen heraus Catering für Werbung und Film. Und ich war so fasziniert, dass ich sie gefragt habe, ob ich mal mitmachen darf. Da war ich 52. Da habe ich nämlich dann gekündigt bei meinem Boss, der mir innerlich und äußerlich einen Vogel gezeigt hat. Aber ich wollte jetzt plötzlich kochen und habe es nie bereut. It's the only job I had. Ich hatte nie einen anderen Beruf, weil das keine Arbeit ist, sondern Leidenschaft. Passion. Ja, das sage ich ja auch. Keine Arbeit, Leidenschaft. Denkst du auch den ganzen Tag über Essen nach? Ja, stimmt. Wenn man einen neuen Liebhaber trifft, denkst du, was wäre der wohl für ein Gemüse?
eine Karotte oder eine rote Beete. Nein, er wäre eine Gurke. Eine Gurke, klar. Ich verderbe dir noch den Charakter. Ja, stimmt. Ein Spargel. Nochmal Salz. Ach nee, Pfeffer. For me it's easier to work on a ship because everything is strict. Ich finde es einfacher, auf einem Schiff zu arbeiten, weil alles sehr geregelt ist. Wir arbeiten 22 Tage durch und es ist eine Leidenschaft. Das Menü steht fest. Wenn man an Land arbeitet, muss man ständig das Menü ändern. Hier kann ich mich darauf konzentrieren, das Essen perfekt abzuliefern. Das ist gar kein Risotto-Reis, das ist Gerste. Also die rote Beete, dieses Mousse macht er da rein. Dieses ist übrigens etwas Typisches für Norwegen, hat er mir erzählt. Diese Form des Risottos. Das ist Grünkohl aus der Fritteuse. Wie heißt das auf Deutsch? Grünkohl, Green Kale. Grünkohl auf Norwegisch. Okay, same. Oder so, und man macht das ganze Ding in den Ofen und nimmt hinterher die Rispe raus. Diese Idee nehme ich mit nach Hause, auf jeden Fall. Gute Ideen dürfen ruhig mal geklaut werden, findet Monika. Dieses hier werde ich auf jeden Fall in meine Küche übernehmen. Ob er mir das erlaubt oder nicht, das sage ich ihm gar nicht. Denn dies ist perfekt für meine Vegetarier. Beziehungsweise meine Pesketarier, so nennt man es, ne? Das Gerstenrisotto schmeckt aber auch komplett vegetarisch. Sehr lecker. Gleich nebenan sind die 30 Köche und Kellner in der Großkombüse schon damit beschäftigt, die Menüs für die Kreuzfahrtgäste vorzubereiten. Für mich ist es immer so ein bisschen Heimatgefühl. Weil ich kenne diese Stainless Steel-Sache. Mir ist das vertraut. Juniper Gravy. Wacholdersoße für das Lamm heute Abend. Jetzt können wir heiraten. He wants to marry me. Er will mich heiraten. Ich will dich heiraten. Das ist eine ungewöhnliche Soße. Sie hat eine gewisse Süße. Für Situationen wie diese hat Monika vorgesorgt und Gastgeschenke eingepackt. Daniel, I love you. Ich liebe dich sehr. Aber manchmal reicht das nicht. Hier ist ein kleines Geschenk aus Deutschland. Ein Schnaps aus Pflaumen. Die wachsen 800 Meter hoch in den Bergen. Gar nicht so einfach, das herzustellen. Ziehbärtle, eine Spezialität aus dem Schwarzwald. Deswegen habe ich den mit. Thank you. Jetzt heirate ich dich, nicht den anderen. Ich hoffe, du hattest einen tollen Tag. Ich will dich mitnehmen. Inzwischen ist die Nu Norge auf den Lofoten angekommen. Sie gehören zu Norwegen und bestehen aus rund 80 Inseln. Monika und Sebastian brechen zu einem Landgang auf. Diese Landschaft hier erinnert mich schon an Schwarzwald, ne? Also streckenweise. Und da, wo wir das Schulhaus hatten, das hatte auch diese saubere, klare, unverdorbene Luft. Die Berge sind so ein bisschen höher, haben mehr was Alpines. Aber im Schwarzwald sind die Berge ein bisschen lieblicher oder auch nicht viel lieblicher. Ziel des Ausflugs, die Alan Farm, bekannt für ihren leckeren Ziegenkäse. Boah, jetzt was los. Ah, Beauty. Für Stadtkinder ist dies natürlich ein Himmelreich. Ist klar. Aber wir haben ja streckenweise auf dem Land gelebt, also für mich ist das normal. Aber herrlich. Das ist ganz herrlich. Du bist ein ganzer Feiner. Ja, du bist ein feiner Hundi. Du möchtest auch eine Ziege sein, ne? Ja. Familie Arland beliefert unter anderem die Hurtigrutenschiffe mit ihren Spezialitäten aus der hofeigenen Käserei. Und die dürfen Monika und Sebastian jetzt verkosten. Was ist das denn hier? Das ist Karamellkäse.
Menschen, die das hier so machen, wie dieses Ehepaar hier, die müssen Idealisten sein. Oh, dieser Karamellkäse. Basti, das ist der Kracher. Das muss ich kaufen. Da müssen wir sie fragen, ob ich da ein Stück von... This I have to buy. Hier muss ich ein Stück kaufen. Mm. Thank you, thank you. Bye bye. Viel zu schnell muss es zurückgehen. Das Schiff legt sonst ohne die Landgänger ab. Außerdem wartet Daniel auf Nachschub für seine Vorratskammer. Wir tragen den Käse. Wir tragen den Käse zum Boot, wie sich das gehört. Hier kommt der Käse. Yes. Thank you. Thank you very much. Weiter geht die Reise. Nachts um 12:30 hat die Nu-Norge den Trollfjord erreicht, unter der nordischen Mitternachtssonne. Seinen Namen verdankt der 2 Kilometer lange Fjord den Fabelwesen, die hier angeblich leben. Das ist der Wahnsinn. Guck dir das an. Der helle Wahn. Hier wohnen Trolle. Ist das nicht der helle Wahn? Wenn Tag und Nacht die Sonne scheint, da muss man sich dran gewöhnen. Da habe ich schon nachts um 3, um 4 oder was bin ich draußen rumgegangen oder stand senkrecht irgendwo rum. Wir alle sind noch überhaupt nicht müde. Wir sind alle irgendwie sehr wach. Wir haben schon viel hinter uns heute. Also, es ist genial. Es ist unfassbar. Ich fange nicht wieder an zu heulen, keine Angst. Meine Spezialität. Also, gestern Abend saßen... Wir haben noch Alkohol im Blut. Wir haben bis nach dem Trall im Sonnenschein gesessen. Ist das richtig, dass das rot ist? Wir haben gestern Nacht bis zum Trall im Sonnenschein gesessen. Ja. Mit einem Fläschchen Ziehbärtle aus dem Schwarzwald. Also ursprünglich war geplant, dass wir die Flasche als Mitbringsel jemandem überreichen auf dieser Reise. Aber ja, wir haben sie leider klar gemacht. Wir haben uns plötzlich als Ehrengast gefühlt. Ankunft in Tromsø. 344 Kilometer nördlich des Polarkreises. Wir sind ein sehr eingespieltes Team, muss ich sagen. Wir sind viel zusammen, sehr viel zusammen gereist. Wir sind halt begeisterungsfähig, wenn es an solche Dinge geht. Insofern, wir kennen sozusagen die Handgriffe auswendig, die wir miteinander sozusagen vornehmen müssen. Wir kennen unsere empfindlichen Punkte und wir kennen diesbezüglich alles übereinander. Wir sind in Tromsø, schneebedeckte Berge. Und heute machen wir was ganz Besonderes, Mama. Wir werden heute mit dem Volke der Samen kochen. Das ist nämlich etwas, was du dir auch schon seit langer Zeit mal gewünscht hast. Das war eigentlich der Mittelpunkt meiner Wunschfantasie, hierher zu kommen und mit irgendjemandem aus diesem Volk der Samen zu kochen, weil ich alles nur gehört bislang. Ich von diesen wundersamen Dingen weiß, die herstellen und wo die mitarbeiten. Und ich bin so wahnsinnig gespannt. Einige Kilometer nördlich von Tromsø lebt die Samenfamilie Oskal. Extra für Monika, traditionelle Tracht. Marte. Marte. Ach, ich heiße auch Marta. Monika. Marte. Wie toll ihr aussieht. Warum ist das denn hier Streifen? Und das hier ist einfarbig. Ja, genau. Also das liegt immer an der Gegend, wo man herkommt. Kautokeino hat mehr Streifen. Ah, verstehe. Oh, we are making it now here. So, guck mal. Wir können das hier jetzt kochen. Und dann zeigen wir mal, wie einfach man gutes Essen zubereiten kann. Kind of, ja. Ich soll das mal in kleine Stücke schneiden. Ja. Das Ganze bei Fusellicht. Was braucht man? 5 Sterne, was braucht man molekular? Was braucht man? Nouvelle Cuisine.
Was braucht man die Pinzettenküche? Das hier ist das Wahre. Monikas Rentierfleischpremiere. Now you smell the taste. Jetzt riecht man dieses Geräucherte. If you have good teeth. Also, wenn man gute Zähne hat, so wie ich, dann ist es super. Yeah. If you have not good wenn man keine guten Zähne hat, braucht es noch ein bisschen. Okay. Etwa 70.000 Samen leben heute noch in Nordeuropa. Schmeckt's dir? Ich liebe es. Yeah. Super. I love it. Also ich kann wirklich sagen, das liebe ich. Mm. Das ist sehr, naja, in Richtung Beef. Mm. Aber nicht wirklich. Es ist aber auch nicht in Richtung Wildfleisch. Das ist gesundes Fleisch. Getrockneter Rentierspeck. Isst du das im Winter oder auch im Sommer? Immer, als Energie. Und dann kommt da Kaffee rein. So. Speck im schwarzen Kaffee. Ein sehr spezieller Energy Drink. Getrockneter Rentierspeck. Schmilzt das? Ein bisschen. You can drink as well, but du kannst es trinken, aber vielleicht erst mal probieren. Hol mich doch, der Teufel. Und zwar jetzt auf der Stelle. Trink du und zeig mal, wie lecker das ist. Close your eyes. Man muss dabei die Augen schließen, wenn man trinkt. Geschmäcker sind eben verschieden. Johann und seine Familie besitzen mehrere hundert Rentiere. Noch lebt die Herde am Haus. Aber den Sommer über werden die Tiere durch die Wälder rund um Tromsø ziehen. Ja, du Schöner, trau dich. In Norwegen dürfen nur Samen Rentiere besitzen. Ein altes Privileg der Ureinwohner. Eine letzte Reiseetappe gen Norden hat Monika jetzt noch vor sich. Bin sehr gespannt. Mehr als gespannt. Jetzt wird's so richtig super. Zum Traumziel geht's noch einmal rund 1000 Kilometer weiter. Bis zum nördlichsten Linienflughafen der Welt. Auf Spitzbergen. Der Wind hier, das ist ja Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht, dass hier so ein Wind ist. Im Sommer liegen die Temperaturen über Null, aber der Boden bleibt ständig gefroren. Wegen des Permafrosts kommen Wissenschaftler aus aller Welt zum Forschen und Studieren an die Uni nach Spitzbergen. So wie Nils Michalke. Also hier haben wir eine Eislinse unter dem Permafrostboden. Das entsteht, wenn die Kaltfront immer tiefer in den Boden reindringt. Dann entsteht dadurch ein Sog von dem gefrierenden Wasser und das saugt immer mehr Wasser aus den umgebenden Bodenschichten an. Und damit sammelt sich praktisch eine komplette Eisschicht im Boden an. Ewiges Eis, das will auch Monika jetzt endlich sehen. Zusammen mit Nils und einigen Studienkolleginnen geht es auf Gletschertour. Ja, jetzt machen wir sie noch wieder ein bisschen enger, dass sie auch ja nicht verloren gehen kann, falls man dann doch rein will. Was studierst du? Ich studiere Umweltingenieurwesen in Deutschland und ich mache hier sozusagen eine Vertiefung in Arctic Technology. Okay. In rasanter Fahrt übers Polarmeer bis zum Gletscher Nudenhöldbreen. Vor dem kleinen Expeditionsboot ragt plötzlich eine 50 Meter hohe Eiswand empor. Das Eis hat so viele Töne von Farben. Das hätte ich nicht. Ich habe gedacht, es ist nur weiß. Vor allen Dingen, was so verrückt ist, der knallblaue Himmel, dann diese Wand von Eis. Und dass ich wirklich hier bin, das ist eh, sagen wir mal, ein bisschen stark unwirklich, ne? Ewigkeit guckt einen hier an. Hoffe ich, dass es Ewigkeit ist. Ich weine. Dafür bin ich zuständig. Du auch? Du auch? Boah, dafür bin ich zuständig. Das ist unfassbar. Super beeindruckend. Ich versuche mir das in meinem Gedächtnis ganz doll einzuprägen und zu merken, weil das ist so ein Moment, der kommt nicht wieder.
Oh Gott, ist das schön. Ist das schön. Okay, see you tomorrow. Ja, bis morgen. Habt noch einen schönen Abend. In Spitzbergens Hauptstadt Longyearbyen leben rund 2400 Menschen. Früher wurde in der Gegend Kohle gefördert. Besuch im nördlichsten Supermarkt der Welt. Monika muss einkaufen. Wir kochen draußen, das wird ein Riesen-Happening. Und ich hoffe nur, der Wind spielt mit und haut mir nicht die Kochtöpfe von den Feuerstellen. Wir machen eine badische Kartoffelsuppe. Dann machen wir vorher eine badisch-arktische Festplatte. Ich habe Landjäger mitgebracht und Schwarzwälder Speck. Als Gäste hat Monika die Studierenden eingeladen, die mit ihr auf Gletschertour waren. Wir haben alles gekriegt, fast alles gekriegt. Keine Zitronen und keinen frischen Knoblauch. Kochen unter erschwerten Bedingungen. Denn in den weiten Spitzbergens leben mehr Eisbären als Menschen. Hi. Hast dich fast nicht getraut, ne? Bei so einer berühmten Köchin, ne? Guck mal, schwer bewaffneter Mann, siehst du das? Sag mal her. Ja, genau. Wir sind hier nämlich außerhalb vom Ort. Das heißt, wir sind hier in der Eisbärzone. Für den ersten Fall haben wir eine Flaregun dabei. Die ist hier drin. Das ist wie eine Pistole, aber mit der schießt man praktisch kleine. Das ist wie ein Böller. Und das Gewehr ist nur für den allerletzten Notfall. Ich will natürlich keinen Eisbären erschießen. Deshalb hoffe ich, dass es nie so weit kommt. Ich habe manchmal so Visionen. Ja. Ich bin bekannt dafür. Wenn du das Ding losschießt, dann siehst du so eine Frau, 84 Jahre alt, mit so einem Kochbot den Strand langlaufen. Die Suppe muss ich retten, die Suppe muss ich retten. Das frisst mir sonst der Eisbär auf. In Monikas badische Kartoffelsuppe kommt viel Gemüse. Zum Glück gibt es studentische Hilfe beim Schnibbeln. Mal was anderes als der typische Mensafraß. Das ist, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. Ich meine, wie verrückt kannst du sein, am Nordpol zu kochen und dann noch draußen? Oh, nice. Sieht gut aus. Put in the carrots. Mach die Karotten rein und auch den Sellerie hier in den Topf. Das ist ein Topf, ne? Ja. Gibst du mir mal aus dem anderen Topf, bitte auch? Ich meine, dafür, dass wir hier draußen kochen, gar nicht so schlecht. Ich muss jetzt nur noch ein bisschen Schmackes da reinbringen. Was fehlt, sind Kalorien. In jeden Topf ein so ein Ding. Ja, ich glaube, die Suppe, die sieht richtig lecker aus. So ein leckeres Campingessen hatte ich, glaube ich, noch nie. Also das werden jetzt Croutons auf die ganz rustikale gemacht. Gina, du machst das toll. Sehr gut. Prost, ich bin noch mitten im Kochen. Während die Suppe noch köchelt, kommt die badisch-arktische Vorspeisenplatte schon einmal sehr gut an. Das schmeckt echt super. Und dann endlich der wärmende Hauptgang. Eat plenty. Haut rein, wir haben genug. Die heiße Suppe aus Süddeutschland ist genau das Richtige im kalten Norden. Schmeckt's euch? Echt beeindruckend. Das ist wirklich großartig. Das ist eine süddeutsche Kartoffelsuppe. Die beste Kartoffelsuppe überhaupt. Thank you very much. Fehlt noch ein passender Nachtisch. Es werden karamellisierte Äpfel mit braunem Zucker. Und danach gibt es dann noch Vanillesoße oben drüber. Drei Gänge im ewigen Eis. Auch mit 84 können Träume noch in Erfüllung gehen. Ich werde nicht eine einzige Sekunde damit verschwenden, mir selber zu erzählen, es könnte ja morgen vorbei sein. Ich bin doch nicht beknackt. Ich habe doch gar keine Zeit für so blödsinnige Gedanken. Ne? Ob ich morgen noch da bin oder nicht. Nix da. Ich bin jetzt hier, hier, hier und das will ich jetzt genießen.